Was geht, Freunde? Ich sehe noch ein bisschen verschlafen aus. Ich habe es gerade gepennt. Wir haben gestern Training gehabt und ich habe irgendwie eine relativ schnelle Bewegung gemacht und es hat auf einmal voll in meinen Rücken reingezogen. Ich zeige euch wo. Und zwar hier an der Seite, also hier hinten in die Seite rein. Jetzt habe ich gepennt. Ich kann weder niesen, ich kann nicht furzen. Es tut alles so weh, wenn ich meinen Körper anspanne. Es zieht alles in den Rücken rein. Also ich habe mir safe irgendwas am Muskel geholt. Rückenmuskulatur oder sonst was. Mega scheiß, wir haben jetzt Freitag. Ich fühle mich wie so ein 85-Jähriger, der sich nicht bücken kann, der gleich nicht einkaufen geht. Nein, so schlimm ist natürlich nicht, aber ich kann manche Bewegungen echt nicht machen. Naja, ich dachte, ich erzähle es euch trotzdem, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Und ich sag mal so, selbst wenn ich nicht spielen sollte, werde ich das Spiel trotzdem hochladen, weil es euch natürlich auch interessiert. Und ja, deswegen, ja, kurzes Update dazu. Ich werde heute Abend ganz normal trainieren, zumindest versuchen, vorher zum Physio gehen, mit dem mal absprechen, was Phase ist. Und dann werden wir das schon wuppen. Wie ihr seht, habe ich mir noch Hilfe geholt von einem Kollegen, der ein sehr, 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 sehr guter Physio ist. Und er sagt, ich soll erstmal Ibuprofen nehmen und schauen, dass ich keine Schonhaltung entwickle und versuchen damit heute Abend zu trainieren und ihm dann nochmal ein Update geben und ja, so mache ich das jetzt erstmal. Vom Training zurück, ich habe komplett mittrainiert, richtig geil, das gibt mir ein gutes Gefühl für Sonntag. Beim Aufwärmen hatte ich echt noch Schmerzen, aber die sind dann weggegangen, was mir auch das gute Gefühl gibt, dass es halt wirklich was Muskuläres ist. Sehr, sehr cool und ich mache mir erstmal keine Sorgen wegen Sonntag, dass ich spielen kann. Wir haben Matchday, Freunde! Sonntag, wir haben 11.39 Uhr, ich mache mich gleich auf den Weg nach Wattenscheid. Vorher aber noch eine coole Sache, hier ist ein BVB-Trikot. Aber nicht irgendeins, sondern von Lücke. Und zwar ein getragenes. Richtig, richtig geil. Ich liebe so besondere Trikots. Geil, dass ich das bekommen habe. Getragen von Lücke. Das hat er im Spiel getragen gegen Union, wo die 4-2 gewonnen haben, wo ich im Stadion war. Richtig cool. Das Trikot kommt, ja, hier irgendwo zu meinen besonderen Trikots. Wenn ihr Bock habt, dass ich die mal erkläre, warum die da hängen und was, ja, an den Trikots so besonders ist, schreibt es gerne in die Kommentare, dann mache ich das mal im Video rein. Hallo! Viel Erfolg heute. Was tippst du? 2-1 Wattenscheid. 2-1 Wattenscheid. Überzeugend gesagt. Richtig überzeugend gesagt. Nein, ihr schafft das. Ich glaube immer an euch. Top. Sehr geil. Elisa geht gleich laufen. Elisa wurde nämlich in den erweiterten Kader der Nationalmannschaft nominiert. Yes! Glückwunsch. Richtig geil. Wie gesagt, ich mache mich gleich auf den Weg. Wir essen dann noch was zusammen mit der Mannschaft und fahren dann mit dem Bus nach Schermbeck. Und alles Weitere seht ihr dann. Ich freue mich. Bis gleich. So sieht's aus, Freunde. Willkommen aus der Kommentatorenkabine. Wir schauen direkt mal auf die Tabelle vor dem Spiel. Wir haben es nämlich heute mit SV Schermbeck zu tun. Die stehen auf dem 4. Platz mit 21 Punkten. Und über uns brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Wir sind auf dem 18. Platz mit 4 Punkten. Huiuiui, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schlecht. Mein schlechtester Saisonstart bisher. Ja, das habe ich schon mal gesagt. Ich glaube, so wie wir momentan spielen, haben wir da unten echt nichts verloren. Deswegen geht es darum, jetzt da unten rauszukommen. Wir starten jetzt rein ins Spiel und viel Spaß beim Schauen. Wer vor 2 Jahren die Videos bei FK geguckt hat, kann sich an den Platz wahrscheinlich noch erinnern. Da lagen super viel Blätter damals drauf. Der Kunstrasenplatz hier und ja. Wir starten mit folgender Aufstellung rein. Phyllis im Tor, dann die Fünferkette Nils, Lerosero, Kami und Jamal. Williams, Eddie und Captain Nico im Zentrum und Kaza und Ada sind vorne drin. Marco ist rausrotiert, der muss heute seine 5. Gelbe absitzen, der durfte leider nicht mitspielen. Wir gehen kurz zu den Fans, klatschen die ab und ja, danke an jeden, der noch mit nach Schermbeck gekommen ist, richtig geil. Und hier starten wir ins Spiel rein, 1. Minute, Nico direkt mit einem langen Ball auf die rechte Seite raus. Jamal macht das hier super, spielt den Ball rein auf Ada, der kriegt den Ball zwar nicht, aber ja, wir bleiben drauf und Schermbeck dribbelt hier an und dann ist der Ball im Aus und wir bekommen den ersten Einwurf im Spiel. 7. Minute. Dribbelt Zero hier an, ich lasse den Ball auf Williams klatschen, der hat dann relativ viel Zeit, entscheidet sich aber anzudribbeln, hier auf Nils zu spielen, mit Nils spiele ich dann Doppelpass und dann geht's nach vorne, Nils will hier direkt spielen, geht aber nicht, Williams spielt jetzt hier den Chipper, wir bleiben aber immer drauf, hier setzt Ada zuerst nach und ja, jetzt setze ich nach und werde hier gefoult und wir bekommen direkt einen Freistoß, das war auf jeden Fall gut gesehen vom Schiri, ich war zuerst am Ball. Werde dann getreten. Dann hier der Freistoß. Eddie läuft an und bringt den Ball aufs Tor. Wird aber per Kopf zur Ecke geklärt. Ich weiß nicht, ob er gefährlich geworden wäre. Ich glaube eher nicht. Dann die Ecke kommt rein und Ada bekommt hier hinten den Ball und zieht mal ab. Und er war richtig, richtig knapp. Geht über die Querlatte oder sozusagen über den Winkel. Hier nochmal in der Zeitlupe. Sehr, sehr knapp. In der 9. Minute hätten wir auf jeden Fall 1-0 in Führung gehen können, wenn der Ball irgendwie aufs Tor kommt.
Ja, dann 13. Minute hat Kami hier den Ball, spielt nochmal zurück auf Cerro. Und wir waren auf jeden Fall sehr, sehr mutig im Aufbauspiel. Das sieht man jetzt hier. Wir haben auf jeden Fall gut den Ball laufen lassen. Hier der Ball auf Jamal. Jamal lässt sehr, sehr gut auf Eddie rausklatschen. Dann spielen die beiden hier nochmal einen Doppelpass. Eddie bringt den Ball wieder zu Jamal raus und Jamal will dann wieder in die Mitte spielen. Der Ball ist dann ein bisschen zu weit, aber Schermbeck fällt auch nichts ein und die können den Ball nur lang kloppen und spielen den Ball wieder zu uns zurück. Eine Minute später, gleiche Aktion, Kami wieder von hinten. Jetzt entscheidet er sich aber, den langen Ball zu spielen auf mich. Und der ist wirklich nur einen Meter zu lang, sonst wäre ich irgendwie dran gekommen und es wäre vielleicht gefährlich geworden. Also ein starker Ball von Kami, der einen Meter zu lang wird. In der 19. Minute spielt Blero einen richtig guten Ball nach vorne. Ada erläuft das Ganze hier. Ich rück dann im Zentrum nach, um eine Anspielstation zu bieten. Nils bekommt aber hier den Ball und dann ja, geht es jetzt ins Zentrum. Er will ins 1 gegen 1. Bleibt hier hängen, aber guck mal, wie gut er nachsetzt. Hier das erste Mal Ball gespielt und jetzt hier haben wir den Ball erstmal nicht, aber Nils setzt richtig gut nach und klärt hier zum Einwurf. Ist ein sehr harter Zweikampf, aber der Ball wurde gespielt und wir haben auf jeden Fall hier ein Zeichen gesetzt in den ersten Minuten. Sehr, sehr stark. Cerro blockt jetzt hier den Ball. Nico schlägt den Ball in der 25. Minute nach vorne. Ich versuche irgendwie dran zu kommen, verlängere hier auf Ada. Und jetzt müsst ihr gucken, Freunde, ich bekomme den Freistoß nicht. Das ist eigentlich genau die gleiche Aktion wie in der ersten Halbzeit. Ich bin zuerst am Ball und werde dann getreten und ich sage, entweder mussten wir Freistoß für mich pfeifen oder im Zweifel für Schermbeck, weil ich meinen Schlappen drauf halte. Ja, auf jeden Fall die erste Aktion, die vom Schiri heute nicht gut gelöst wurde. Da kommen wir aber später nochmal zu. Hier macht es Jamal richtig stark im 1 gegen 1, setzt sich durch. Dann hat Ada den Ball, steckt den Ball raus auf mich. Hier mit einem etwas härteren Zweikampf catche ich den Verteidiger weg und auf dem zweiten Pfosten habe ich Nils gesehen. Es gab noch ein paar andere Möglichkeiten. Die schauen wir uns jetzt einmal an. Hier habe ich die Möglichkeit, auf Ada zu spielen. Die Lücke ist aber extrem eng. Und ich habe mich dann entschieden, auf den zweiten Pfosten zu spielen, weil ich finde, Nils steht da super blank. Der Torwart spekuliert aber genau da drauf. Und dann haben wir sogar noch Glück, oder Schermbeck hat Glück, weil der Ball dann nochmal vom eigenen Mann aufs Tor kommt. Dann hat es richtig angefangen zu regnen. Und ja, Kami klärt hier auf der Linie richtig stark. Phil schaltet schnell um, wirft hier den Ball auf mich ab und ich bin im Laufduell gegen den ersten und jetzt auch gegen den zweiten. In der Mitte haben wir aber nicht so richtig Anspielstation, deswegen muss ich hier nochmal abdrehen und erstmal warten, bis Leute nachkommen und dann bleibt mir ja nicht viel übrig, als hier den Einwurf rauszuholen. Aber hier auf jeden Fall stark von Kami auf der Linie geklärt mit der Brust. Phil fängt den Ball ab. Und ärgerlich, dass wir danach nicht so ein bisschen mehr draus machen. Der Einwurf dann aber auch wieder gut. Ich setze mich an der Außenlinie durch, will hier zurücklegen und der Ball kommt nicht wirklich bei Ada an, weil Schermbeck auch mit super vielen Leuten im eigenen 16er verteidigt und die Lücken dann sehr, sehr eng waren. Nico bringt jetzt hier den Ball nochmal nach vorne und in einer 32. Minute kommt dann nicht mehr viel bei rum. Hier haben wir es nochmal aus einer anderen Perspektive gesehen. Der Ball kommt leider nicht zu Ada. 36. Minute kommt Schermbeck hier zum Schuss. Ärgerlich, weil es eigentlich mein Gegenspieler ist, also den Weg muss ich eigentlich nach hinten machen, aber den erreiche ich natürlich niemals mehr. Deswegen kommt er hier zum Schuss, was aber nicht wirklich gefährlich war. Langer Ball hier von Nico auf mich, den mache ich mit der Brust fest, warte wieder, bis Leute nachkommen, sehe dann, dass Jamal im Rückraum steht, den spiele ich mit der Hacke an und dann, ja, es ist so ein bisschen Ping-Pong und Jamal kann den Ball nicht festmachen, wir bleiben aber hier drauf und Eddie zieht das Foul, also auf jeden Fall ein schlaues Foul, weil es im Offensivbereich ist und nicht gefährlich geworden dadurch für uns. Eddie spielt hier die Ecke kurz aus mit Nico, dann habe ich den Ball. Ich versuche jetzt den Ball in die Mitte zu bringen, der wird zuerst geblockt, landet aber auf dem zweiten Pfosten bei Ada und Ada spielt jetzt mit Jamal. Jamal könnte hier flanken, erkennt aber, dass Ada komplett blank draußen ist. Ada flankt jetzt den Ball in die Mitte und Williams köpft zum 1-0 für uns ein. Richtig geil, cooler Spielzug, richtig gute Aktion von allen und geiler Kopfball zum Schluss. Ja, Stimmung am Seitenrand direkt vor den Fans, konntet ihr euch vorstellen, war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und kurz vor der Halbzeit gehen wir hier in Führung. Das war es aber noch nicht mit der ersten Halbzeit, es geht noch weiter. Und zwar stößt Schermbeck hier an und wir haben jetzt hier über Nico, der den richtig geilen Raum für Jamal erkennt. Eine gute Chance, Jamal dribbelt jetzt hier ins Zentrum und wird hier festgehalten. Und der Schiedsrichter erkennt das sehr, sehr gut, dass das ja eine krasse Chance für uns geworden wäre und gibt hier gelb. Ich nehme den Freistoß, der ist leider echt nicht gut geschossen und jetzt ist es hier für mich ein normaler Pressball. Der Schiedsrichter gibt mir im Ernst dafür gelb, also das ist richtig krass. Es war leider nicht mehr auf der Kamera drauf, deswegen habe ich es nicht reinschneiden können, aber ich habe echt dafür gelb bekommen. Und das war's mit der ersten Halbzeit. Der Freistoß hat mich dann echt geärgert, weil ich ihn halt schön knapp über die Mauer dippen wollte, habe aber dann leider in die Mauer geschossen. Trotzdem führen wir mit 1-0 hier in Schermbeck richtig gut. Es hat nicht alles geklappt in der ersten Halbzeit, aber von Schermbeck kam echt wenig. Wir hatten die gut im Griff und eigentlich das, was wir uns vorgenommen haben, hat gut funktioniert. Somit sind wir mit einem richtig geilen Gefühl in die Halbzeit gegangen. Wir starten jetzt
mit Halbzeit 2. Und zwar stößt Schermbeck hier in der 46. Minute an und spielen erstmal nach hinten, wie man das so kennt. Und in der 47. Minute haben wir dann direkt die erste Aktion. Und zwar bleibt Jamal hier drauf, erobert hier den Ball und Ada hat den Ball jetzt, spielt nochmal zurück zu Jamal. Auf Ada könnt ihr aber achten, der bekommt jetzt hier von Eddie den Ball und bleibt mit ein bisschen Glück am Ball. Und dann nimmt er sich den Schuss und der ist gar nicht ungefährlich, der wäre auf jeden Fall reingegangen und war schön am Flattern und der Torwart kann hier nur zur Ecke klären. Ich finde, man sieht, dass der Torwart zuerst woanders halten wollte, daran siehst du, dass der Ball gut geflattert ist. Und ja, und Freunde, hier kommt Schermbeck nach vorne, aber was ist das für ein geiles Tackling von Kami, der jetzt hier den Abstoß rausholt, richtig, richtig stark. Kami hat ein bärenstarkes Spiel gemacht. Hier ein langer Ball von Kami, ich erlaufe den Ball, mach den Ball hier gleich fest, schau, wer nachkommt. Und Eddie erkennt jetzt sehr gut den Raum, wo ich reinspiele. Eddie hat jetzt hier den Ball, sieht aber so richtig viel in der Mitte, geht nicht, spielt hier auf Jamal. Und Jamal als Linksfuß kommt hier zum Abschluss und leider verzieht er hier den Ball. Der Ball kommt nicht aufs Tor, aber gute Offensivaktion auf jeden Fall dabei gewesen. Hier ein ganz klares Foul, was wir nicht bekommen. Wir können es aber hier sehr, sehr gut lösen. Cerro hat den Ball, macht es hier auch stark. Dann drehen wir auf über Nico. Nico dreht jetzt hier auf, spielt den Ball auf die linke Seite nach vorne. Ich spiele jetzt gleich mit Nils hier den Doppelpass und Nils ist durch. Ein sehr, sehr guter Spielzug von uns. Nils ist feilschnell, das kennt ihr. Ist jetzt hier im 1 gegen 1, setzt sich durch und am zweiten Pfosten wartet Ada. Wie krass wäre das gewesen? Aber Freunde, können wir hier bitte nochmal drauf gucken? Wie kann man das nicht als Foul sehen? Die sind zu dritt. Einer auf dem Feld und zwei an der Linie. Wahnsinn. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Schade, ich hätte es Ada sehr gegönnt. Hier kommt ein langer Ball von Jamal, der leider nicht durchkommt. Und das, Freunde, ein ganz klares Foul für mich. Von Schermbeck springt komplett in Eddie rein. Ich habe gar nicht verstanden, was der Schiedsrichter jetzt wollte. Er hat gesagt, er hat abgepfiffen, weil Eddie was am Kopf hatte. So, dann sehe ich es aber so. Hier, er springt voll rein. Das ist für mich ein klares Foul. Wir haben aber jetzt den Ball. Jamal hat hier den Ball und der Schiedsrichter entscheidet jetzt, den Ball Schermbeck zu geben. Woher? Also woher, mit welcher Grundlage? Ich habe gerade noch mit ihm diskutiert und jetzt wird Schermbeck machen die weiter und gehen einfach vorne drauf. Was ist das denn? Nico versucht jetzt hier zu faulen und der Schuss wird jetzt hier zum Glück geblockt. Aber wie kann man so viel falsch entscheiden in einer Situation? Echt Wahnsinn. Hier macht Schermbeck richtig stark, kommt nach vorne, spielt auf den zweiten Pfosten durch. Und wie krass ist die Chance, Wahnsinn. Der Karagülmez von Schermbeck hat schon richtig viele Saisontore, Wahnsinn, dass er den nicht reinmacht, mit so viel Selbstvertrauen, das er haben sollte. Wir bleiben aber in der Aktion, Jamal spielt auf mich, ich lasse klatschen auf Jamal. Wir sind eigentlich durch und dann entscheidet Jamal sich leider für den falschen Ball, weil Al-Ada ganz klein abseits ist. Ich glaube, da hätten wir einfach über die linke Seite spielen sollen, das wäre auf jeden Fall gefährlich geworden. Hier kommt der Ball jetzt zu mir, ich mache ihn fest, spiele dann auf Ada raus und Ada hat mehrere Optionen. Ich erkenne das, laufe jetzt auf den ersten Pfosten, das wäre auf jeden Fall ein gutes Timing gewesen von der Flanke. Wir holen hier den Eckball raus. Jamal spielt jetzt hier auf mich, ich lasse wieder klatschen, das hat super oft funktioniert gegen Schermbeck hier in dem Spiel. Und Jamal bringt hier den Ball in die Mitte und der Ball landet leider beim Schermbecker und nicht bei uns, aber die Situation bleibt heiß. Kami macht das Ganze hier nämlich gefährlicher, als es eigentlich ist, spielt den Ball zu Schermbeck und dann sind die im 3 gegen 3, aber Kami macht es hier richtig stark. Wir haben jetzt aber wieder den Ball so ein bisschen abgegeben und Schermbeck zeigt jetzt, wie gut sie Fußball spielen können, spielen hier über die linke Seite und hier macht, ja, Williams ist richtig stark und klärt in der Mitte, sonst wäre es richtig gefährlich geworden. Also aus einer Situation, wo wir eigentlich mehrmals den Ball hatten, geben wir dann den Ball wieder her. 80. Minute, was ist das für ein Abschluss? Es steht 1:1 und da kann man einfach nichts sagen. Ich habe Phil am Ende gefragt, der Ball ist gut geflattert, für ihn sehr, sehr schwer zu sehen und sehr, sehr schwer zu halten. Und ein richtig krasses Tor, muss man einfach sagen. Also richtig stark. 85. Minute. Schermbeck natürlich jetzt komplett mit Rückenwind und Momentum auf deren Seite. Nils hat jetzt hier aber den Ball, macht's mit seiner guten Technik, zieht in die Mitte. Und jetzt waren wir einfach super unkonzentriert und haben dumme Fehler gemacht. Und jetzt hat Schermbeck hier den Ball wieder. Und ich zeige euch die Szene hier nochmal. Nils zieht gut in die Mitte und jetzt hat er einfach zwei Optionen, wo er einfach abspielen kann. Und ja, wir entscheiden uns hier aber ins Dribbling zu gehen. Und es sind auf jeden Fall sehr, sehr ärgerliche Aktionen, weil wir immer wieder Schermbeck den Ball gegeben haben. So wie hier kommen sie auch wieder nach vorne. Kami, wie er aber schon das ganze Spiel gespielt hat, macht es hier wieder richtig gut, blockt den Ball. Und wir sind in der 97. Minute, Freunde. Es waren 4 Minuten Nachspielzeit und Schermbeck köpft zum 2:1 ein. Also ich glaube, einen krasseren Bruch im Fußball kann es nicht geben als dieses Tor in der 97. Minute. Ja, und wir stoßen an und der Schiedsrichter pfeift, wie man das von FIFA kennt, sofort ab. Freunde, was
willst du dazu noch sagen? Wirklich, es ist unglaublich, ey. Unglaublich, wirklich. Ich sag gar nicht, dass wir hier ein bärenstarkes Spiel gemacht haben und ganz klar gewinnen müssen. Das 1-1 ist ein richtig krasses Tor. Schemberg hat irgendwann in der zweiten Halbzeit auch die Überhand gehabt. Deswegen das 1-1 war gar nicht so unverdient. Aber wie wir dieses Spiel dann aus der Hand geben und durch einfache Fehler und ach, es ist so ärgerlich gewesen, wirklich. Ich ärgere mich so krass. Gerade auch in der tabellarischen Situation, in der wir sind, ist es einfach nur bitter und es passt irgendwie zum ganzen Saisonverlauf. Trotzdem finde ich, musst du aus diesem Spiel auch super viel Positives sehen. Wir haben gut gespielt, phasenweise super den Ball laufen lassen, uns Chancen herausgespielt. Es ist noch nicht alles perfekt und wir müssen uns noch viel mehr hundertprozentige Chancen erspielen. Muss ich auch so sehen als Offensivspieler, da ist auf jeden Fall noch mehr drin. Ja, jetzt heißt es, sich schütteln und weitermachen. Wir schauen auf die Tabelle. Da hat sich aus unserer Sicht natürlich gar nichts geändert. Schermbeck klettert einen nach oben. Wir bleiben auf dem 18. Platz und spielen im nächsten Spiel gegen TuS Ennepetal, die komplett im Mittelfeld stehen, auf dem 8. Platz. Da ist wirklich wieder alles drin. Ich sage, es wird vom qualitativen Niveau wie Schermbeck ein Spiel, was wir auf jeden Fall gewinnen können. Freunde, es ist eine brutal schwierige Saison für uns alle, aber ich werde das Projekt durchziehen. Ich nehme euch mit, ich zeige euch alles und so sieht's aus. Es ist gerade echt eine scheiß Situation, aber wir kommen da raus und sehen uns nächste Woche. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.